Oh, da sind wir direkt bei einem Baum rausgekommen. Wir gucken uns erstmal kurz die Karte hier so ein bisschen an. Oh. Oh. Hier ist schon was los. Okay, alles klar. Hector. This guy dreaming, I think. I put big hole in him. Oh shit, das ist aber ein schwerer Schuss. Moment. Fuck. Was ich jetzt gerade mache, ist die Shift-Taste halten, dann schleicht man nämlich. Da sehen wir es, auch an der Animation. Und verursachen keinen Lärm, das heißt, die Leute sehen uns nicht. Wir könnten natürlich versuchen, den mit einer Menge Leute jetzt einfach abzuknallen. Machen wir auch mal, komm. Komm, Hector, hilf mit. Was? Nein, du sollst ihn nicht abkneifen. Er hat noch sein Messer ausgerüstet von vorhin. Och, Hector. Shit, das wird nicht reichen für den zweiten Schuss, ne? Ja, hab ich mir schon gedacht. Kommt schon. Ach so, nachdem wir dreimal auf ihn geschossen haben, fällt ihm mal ein, dass er sich doch ein bisschen in Deckung bewegen kann. Über die Distanz machen die halt auch nicht mehr so mega viel Schaden, ne? Ja, genau. Verarzte ihn. Shit. Der kann aber, weil er angeschossen ist, auch deutlich schlechter dann zielen, das ist so. Viel hat sowieso alles erschossen bisher, ne? Alter! Kannst du mal. Das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß, das ist ein Schuss über Distanz, aber. Das gibt's nicht, der lebt immer noch. Gut, Fiedel, mach ihn weg. Ich glaub's nicht. Alter. Alter, wie viel Leben der Typ hat. Achso. So. Sehr schön. Wir verballern unsere komplette Munition an einem Gegner. Ich traue mich halt auch nicht näher ranzugehen. Danke. Ich traue mich halt auch nicht näher ranzugehen, weil ich dann halt auch ein leichteres Ziel bin. Nun ja, jedenfalls, eine Sache ist gesichert, das wird jeder auf diesem Sektor jetzt wissen, dass wir kommen. Oh Mann. Oh Mann, ey. Wie viel Munition wir da gerade verballert haben, ey. Ich habe bald ein echtes Problem mit Fidel, wenn der keine Munition nachfindet, glaube ich, ne? Also für die... Für diese komische, ...38er finden wir ja schon einiges an Muni und haben ja auch noch einiges an Muni, das ist ja noch das andere. Ah, ich wollte Hector anwählen, danke. Ah, das Beth da oben steht, ist natürlich nicht so geil. Für die 38er haben wir ja noch einiges, aber für die 45er von Fidel haben wir nicht so viel. Da müssen wir mit dem leben, was wir finden. Ich weiß gar nicht, ob man später nicht auch noch was kaufen konnte oder musste man das alles selber herstellen?
Und wo ist eigentlich dieser blöde Mikro-Purifier, den wir suchen? Ist der das? Nee. Ist auch gut, aber ich brauche Mikro-Purifierer. Ich brauche so ein Item. Und es wird auch nicht mehr früher, das ist das Schlimme. Kreshop, Kreshop. Preschka, Preschka oder Kreshop, Kreshop oder irgendwie sowas. Also, ich muss dringend mein Russisch aufbessern. Mhm. Hier steht bestimmt drauf Dangerous Snakes in the Water. Das würde mich noch nicht mal wundern, wenn es da wirklich stünde. Das Schlimmste, wir haben jetzt zwei angeschossene Leute. Wobei, das, was Ivan hat, ist ja eher nur eine Fleischwunde. Das, was Jimmy hat, ist schon, glaube ich, ansatzweise ernst zu nehmen. Oh, hier sind Kisten. Da sollten wir vielleicht mehr Augenmerk drauf stellen dann. Ja, wenn da Kisten sind, werden da auch Gegner sein. Ist so meine Vermutung. Dummerweise haben wir da jetzt natürlich die schlechteste Schützin hingestellt. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie wir da sinnvoll in Deckung hingehen wollen. Hector dahin. Jetzt taucht er hier oben auf. Da. Das wäre der Knüller. Alright. Okay. Ja, okay. Ja, wir hätten doch noch einen weiteren hier unten lassen sollen. Wo ist denn der letzte Assi oder die letzten Assis? Bisher waren es ja auch immer nur zwei. Wobei, nee, stimmt gar nicht, oder? Waren das bei dem Haus, bei dem Gebiet mit dem Haus nicht sogar drei Gegner? Ah, da steht er. Das ist natürlich nicht schlecht. Da ist Shift. Das schaffst du sogar noch. Dann schleich da mal hin. What? Okay. Ach so, Snap Snap steht dafür, dass er beim Schleichen irgendwelche über irgendwelche Äste gelaufen ist oder so ein Quatsch. Ich dachte gerade, es wäre jetzt irgendwas passiert. Aber das ist ein Geräusch. Einfach nur, dass die wissen, wo er ist. Ivan sieht den nicht. Wieso sieht Ivan den nicht? Check ich nicht. Yo. Cool. Ah, hinknien kostet nur einen zweier Bewegungspunkte. Cool. Da ist er wieder. Dann eröffnen wir jetzt mal das Feuer, würde ich sagen. Du schaffst eh nur einen Schuss. Ich weiß nicht, ob das nicht eine Scheißschussposition ist, in der Eis da steht. Beantwortet meine Frage. Was soll ich denn machen, damit Ivan den sieht? Danke. What? Okay. Mary, du kannst schon mal runterkommen. Wenn es Leute gibt, die verletzt werden, dann wird das hier unten sein. Ach, das läuft schon wieder so gut. Das läuft schon wieder so gut. Ja, Fiedel, das ist ein schöner Interrupt. Yo. Das hat gesessen. So. I think we get them all. Sehr schön. Ich muss mal ganz kurz was machen.
Man kann hier nämlich verschiedene Kartenmodi durchklicken. Und es gibt einen, der einem auch noch anzeigt, wo es Loot gibt. Aber ich dachte, jetzt müsste ich mal diesen blöden Mikropurifier hier irgendwo finden. Hier irgendwo haben wir den doch erschossen. Hier ist aber auch keine. Na denn, mach mal hier Kisten auf. Sehr schön. Was ist das? Achso, ja, die brauchen wir hier nicht. Also zumindest nicht auf ihm. Okay. Das sieht nach einer Sonnengläser. Auch nicht schlecht. Okay. Was ist das hier? Wie viel hat der? 4. Wir haben 3. Aber wenn wir ihm die, wenn wir ihm die geben, dann lässt er wieder alles fallen, was er in der Hand hat. 4, 3. Haben wir noch einen mit 2? Nö. Dann geh du mal hin und schnapp dir das da. Moment, du hast ja 4, hä? Warum habe ich das denn jetzt gemacht? Du solltest das tun, Entschuldigung. Die Enemies können wir wieder ausschalten. Shit, ich müsste eigentlich noch einen Sektor einnehmen. Ich muss diesen blöden Mikropurifier finden. Ohne den komme ich ja nun auch nicht weiter. Die Knarre würde ich ungern liegen lassen. Kann uns bestimmt irgendwann nochmal nützlich sein. Oder Fidel nimmt sie als Ersatzwaffe, wenn seine mal kaputt geht. Das kann nämlich auch passieren, dass die jammen. So, ich hatte in Erinnerung, dass in einem dieser beiden Sektoren, also Moment, ich kann sie ja mal ganz kurz auf der Pause bitte, auf der Map mal zeigen. Ich hatte in Erinnerung, dass entweder in diesem oder in diesem Sektor dieser Purifier auch liegen bleibt. Augenscheinlich war das falsch. Gehen wir den jetzt noch holen hier oben, Sektor 40. Ich habe ein bisschen Schiss, ich will diesen Mikropurifier haben. Wenn ich den nicht habe, habe ich sehr, sehr schnell ein Geldproblem und das ist echt gefährlich. Wehe, du gehst übers Wasser. Danke. Ich muss dringend nochmal den Befehl nachschlagen, wie ich die gesamte Crew auf einmal bewege. Das gibt's auch, das weiß ich. Das hatte ich früher, wusste ich das mal. So, haben wir irgendwen vergessen? Ja, hier unten Ivan. Ich check halt nicht, wo dieser blöde Mikropurifier ist. Ich meine, der wäre immer in den ersten zwei Sektoren direkt um das Dings rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Travel North.